Wie sagte Daniel so schön, die wirft dir alles in die Fresse. Mein Name ist Sebastian und du wirst heute erstaunt sein. Warum? Wir werden heute 9 Kappsägenmonster testen, wie gut sie absaugen. Und du wirst aus einem Grund erstaunt sein, und zwar die Unterschiede liegen im Bereich von 1000%. Es gibt hier Sägen, die mehr als das 10-fache an Staub produzieren. Und das schauen wir uns heute mal an. Und ihr wisst es ist Freitag, Primetime-Zeit. Es gibt wie immer etwas zu gewinnen. Und zwar unter allen Kommentatoren unter diesem Video verlosen wir einen 250-Euro-Gutschein. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Meinung. Wer wird hier am besten abschneiden? Heute also das Thema Staub und Staubentwicklung. Wie gut sind die verschiedenen Absaugung dieser Sägen? Und ich habe es ja eben schon gesagt, der Unterschied ist riesig, um den Faktor 12. Und das ist schon enorm. Überleg mal, 12-mal so viel Staub wird produziert zwischen der einen und der anderen Säge. Das ist irre, irre viel auch, irre viel, was du entweder wegmachen musst, was du in deiner Lunge hast oder was du in deiner Werkstatt entsprechend wegputzen musst. Weil du möchtest doch eigentlich nur sägen. Wenn du sägst, dann sagst du doch eigentlich, naja, hinten ist ein Sauger dran und der soll es absaugen. Ja, aber wenn du dir zum Beispiel hier so einen riesigen Haufen anschaust, wie hier bei der GCM12SDE, dann wirst du jetzt schon sehen, das ist schon mal eine Ansage, was hier liegen geblieben ist. Und was haben wir eigentlich gesägt? Wir haben hier eine Baubohle in der Größe, ja, klassische Baubohle, nichts Besonderes, ganz einfaches Holz und haben damit wirklich jede Menge Schnitte gemacht. Und man sieht das übrigens auch hier unten, schaut mal hier, hier haben wir jede Menge Abschnitte auch und all das haben wir für euch heute gesägt. Hui, da ist er wieder. Und wir werden jetzt Folgendes machen, wir schauen jetzt uns jede einzelne Säge an, wir fangen mit der schlechtesten Absaugung an und kommen dann bis zur besten. Übrigens, wie werten wir das Ganze? Wir sägen diese 40 Schnitte und am Ende des Tages liegt hier ja noch Staub. All diesen Staub kehren wir zusammen, ja? Auch von der Maschine kehren wir das so weit, wie es geht, runter. Dann tun wir es auf einen Fleck und das messen wir dann auf einer Waage und die Ergebnisse seht ihr dann. Kommen wir also zur Bosch GCM12SDE, der schlechtesten Absaugung, die wir hier im Test haben, wobei der Abstand zur zweitschlechtesten sehr, sehr klein ist. Erstmal ganz wichtig, wir haben jede einzelne Säge hier mit exakt demselben Sauger abgesaugt. Und zwar mit dem GAS 35 von Bosch. Das heißt, einem guten, schönen, großen Industriestaubsauger, der auch genau dafür gedacht ist. Ja? Und da gibt es auch keine Unterschiede zwischen einzelnen Sägen. Der Luftstrom ist auch stark genug, um alle gleichmäßig gut abzusaugen. Und hier bei Bosch sind wir sogar im System geblieben, ja? Und haben trotzdem das schlechteste Ergebnis. Die Säge an sich sägt gut, alles super, alles kein Problem, aber sie schmeißt dann direkt nur so in der Gegend rum. Der ist überall, die Maschine ist auch von oben bis unten dreckig und der meiste Staub landet zum Beispiel auch hier an der Seite. Du wirst selbst auch sehr stark getroffen von dem Staub, weil sich alles hinter dem Sägeblatt verwirbelt. Hier an der Stelle, Moment, ich zeige euch das mal. Und zwar hier an der Stelle, hier verwirbelt sich das alles und wird dann irgendwo so hingeworfen. Am meisten aber vor allem auch zu der Seite. Also insofern, gute Säge macht ihren Job, aber die Absaugung, Kommen wir zu Platz Nummer 8, der GCM12 GDL mit 3 Gramm weniger. Ich würde sagen, 3 Gramm weniger ist im Rahmen der Messtoleranz. Ich kenne die Säge ja sehr gut, benutze sie schon, habe sie sehr lange benutzt und ich weiß, dass sie eine Sache macht und zwar überall rumsauen. Da kann auch keiner was dagegen sagen. Und übrigens bei vielen Sägen gibt es irgendwelche Sonderlösungen, Bastellösungen und so weiter und so fort. Ich habe für meine GCM12 GDL ja auch mal eine Lösung gebaut, eine 5.1 Absaugung, die dem Ganzen schon sehr gut hergeworden ist.
was du zum Beispiel bei anderen Sägen gar nicht machen musst. Ja? Falls dich dafür interessierst und du GCN 12 GDL schon hast und sagst, oh, so viel Dreck, hier oben einfach mal verlinke ich dir das Ganze. So, bei der Säge ist es so, dass es hier auch so das ist, dass man das Gefühl hat, irgendwie, als wenn sie gar nicht richtig absaugen würde. Und zwar ist es so, dass ich das auch hier an der Seite, ja, vielleicht schauen wir uns das hier mal an, dass sich das auch hier irgendwo verwirbelt. Und man merkt auch beim Sägen, dass hier sehr viel Dreck anhaftet. Das schmeißt auch sehr viel in diese Richtung. Auch hier in den Gelenken überall ist ganz, ganz, ganz viel. Ihr merkt das jetzt schon. Ganz viel Staub mit drin. Die Säge an sich sägt super. Also man hat ein unwahrscheinlich schönes Sägegefühl auch mit der Säge. Ja? Auch das Gelenk, wenn das so schwingt, hat man das Gefühl, als wenn die Säge auf gar nichts laufen würde. Es ist wie von Geisterhand so ein bisschen. Ja? Es funktioniert unwahrscheinlich schön. Insofern ist das eine super Säge, was das betrifft. Aber bei 113 Gramm, Wahnsinn. Kommen wir zu Platz 7, zur Milwaukee. Wie sagte Daniel so schön, die wirft dir alles in die Fresse. Also wir haben hier 101 Gramm, was übrig geblieben ist. Immer noch aus meiner Sicht ein sehr schlechtes Ergebnis. Die Absaugung hier hinten hat nicht wirklich gut funktioniert. Was die Säge aber macht, ist folgendes. Sie sägt gut und hat auch ein wirklich schönes Gefühl, wenn du durchs Material gleitest. Okay, aber währenddessen knallt sie dir gefühlt alles ins Gesicht und dir entgegen, um zu zeigen, dass sie vielleicht richtig gut sägt, was auch immer. Aber von der Absaugung her ist das hier wirklich nicht schön. Kommen wir zu Platz Nummer 6, Holzmann mit 71 Gramm, also schon ein gehöriger Unterschied. Also wir sind noch nicht ganz bei der Hälfte wie von der Bosch, aber wir kommen schon so in die Richtung. Es ist schon wirklich viel besser. Aber bei der Maschine ist es so, dass sie in alle Richtungen so ein bisschen den Dreck verteilt, alles fein. Es fallen aber drei Dinge auf. Nummer eins, die Maschine läuft irgendwie nicht schön, läuft ein bisschen unrund. Bei der Vorstellung, beim Test der Maschine haben wir ja schon das Thema gehabt, dass sie nicht so ganz ordentlich gerade läuft. Hier ist die Kugellager nicht so perfekt sind. Ich habe auch das Gefühl, dass der Motor nicht ganz so kräftig ist, wie er eigentlich sein müsste für das, was angegeben ist. Sei es drum. Also das Thema, es macht keinen richtigen Spaß mit der Holzmann. Im Vergleich zu den anderen Sägen auf jeden Fall. Nummer zwei, der Absaugstutzen hier oben hat kein Standardmaß. Das heißt, der passt irgendwie so ran oder passt irgendwie nicht so richtig ran. Vielleicht gibt es auch eine super Lösung von Holzmann, aber ein Standard-Sauger von, weiß ich nicht, von Festool, Makita, Bosch, Metabo und so weiter passt da nicht ran. Das ist ein bisschen oll, weil da gibt es ja eigentlich Normen für, also zumindest Standardgrößen. Punkt Nummer drei, den ich auch ein bisschen komisch finde, ist, man sieht hier, da kommt doch mal vielleicht ein bisschen dichter, man sieht hier, dass relativ viele Ausrisse sind, also sehr grobe Stücke. Wir haben hier auch im Verhältnis relativ grobes Sägeblatt, aber ihr seht daran, dass hier auch das Sägen selbst nicht so schön sauber ist. We'll be right back.
Kommen wir zu DEWALT und hier 45 Gramm, was übrig geblieben ist. Was kann man zu der Säge sagen? Sie ist eigentlich relativ unscheinbar im Verhältnis zu den anderen. Wir haben hier weniger als die Hälfte als bei der GCM12 GDL an Staub, das übrig geblieben ist. Die Säge verteilt das alles so recht gleichmäßig um sich selbst herum, wibbelt es dir weniger entgegen. Das ist also weit okay. Was man sagen muss, die Maschine ist relativ laut und nicht ganz so laufruhig wie die anderen. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, wenn man hier hinten die Absaugung in das Absaugrohr reinsteckt, dann fängt an, dass das Kunststoff hier sich so ein bisschen auseinander zu drücken, hier an der Stelle. Vielleicht gibt es eine bessere Lösung direkt von DEWALT, aber das war jetzt nicht optimal. Wir haben es aber, damit es auch ordentlich gewertet wird, so gelöst, dass wir es hier unten zukleben, sodass wir eine ehrliche Wertung haben. Kommen wir zum Metabo KGS 305 mit 31 Gramm. Das heißt also schon ein recht gutes Ergebnis und langsam ein Ergebnis, wo ich sage, ja, damit kann man schon leben. In Summe also weniger als ein Drittel als die schlechteste Säge, die wir hatten. Das war ja, glaube ich, die hier, genau. Und insofern erstmal ein ganz gutes Ergebnis. Was kann man zur Säge sagen? Der Staub landet überall so ein bisschen. Auch weniger schmeißt das dir das Ganze entgegen. Man kann dir den Schlauch oben anstecken. Wie sägt die Säge eigentlich? Gut, im Verhältnis zu allem so gut im Mittelfeld und im Verhältnis auch zum Preis, wenn man bedenkt, dass sie nur so um die 100 Euro mehr kostet als die Holzmann und nur die Hälfte als die meisten anderen, dann ist das schon ein echt gutes Ergebnis. Kommen wir zu Festool und Platz 3 und hier in Summe 17 Gramm. Und 17 Gramm ist natürlich schon ein enorm viel besseres Ergebnis, also quasi 100 Gramm weniger als bei der schlechtesten. Das ist schon Wahnsinn. Und was kann man zur Säge sagen, zur Laufruhe? Was ist uns aufgefallen? Die Säge sägt gut, ist sehr laufruhig, gleitet gut, hat aber einen extremen Nachteil. Und das ist dieser doofe Gummi hier. Das ist echt ätzend, weil wir haben ja 40 Schnitte gemacht, das heißt 40 Mal hier hin und wieder und hier über den Gummi rüber und wieder über den Gummi rüber. Wir haben hier wirklich schon einen guten Zug dagegen, also schon etwas, wo wir gegendrücken müssen oder gegenziehen müssen. Und das nervt. Also ich habe die Säge ja schon mehrmals in der Hand gehabt und das hat mich jedes Mal genervt. Ja, man kann das hier weiter auseinanderziehen, aber dafür ist es eigentlich nicht gedacht. Also das ist schade. Ja, aber man muss sagen, das Absaugergebnis ist gut, die Säge ist gut, macht einen guten Job und der Staub landet überall so ein bisschen okay. Wir kommen jetzt nicht zu Platz 2, sondern zu Platz 1 eigentlich, denn zwei Sägen sind beide gleich gut. Das heißt, die Metabo ist auf jeden Fall auf Platz 1, was das Absaugergebnis betrifft. Und zwar ist es hier so, dass wir nur 9 Gramm haben. Nochmal ganz wichtig, 9. 9 im Vergleich zu 116. Ja, 116 zu 9.
oder zu 45 oder zu was auch immer. 9 Gramm. Und das kann man nicht oft genug betonen, dass das ein echt gutes Ergebnis ist. Und deswegen ist das für mich auch einer der besten Cupsägen, weil ich es wirklich nicht mag, wenn überall der Dreck rumtut. Und wenn du wirklich viel mit solchen Geräten arbeitest, dann wirst du es irgendwann zu schätzen wissen. Was kann man zur Säge sagen beim Sägen an sich? Sie ist unwahrscheinlich souverän, vor allem auch dadurch, dass sie so ein großes Sägeblatt hat. Und wenn das erstmal in Schwung ist, ist es einfach so, dass es eine unbändige Kraft hat, auch durchs Material durchzugleiten. Also insofern ist es eine sehr, sehr mächtige, sehr, sehr kräftige Säge, die wirklich gut funktioniert. Das Interessante beim Absaugen ist, alles, was übrig bleibt, landet irgendwo so ein bisschen. Ja? Aber das meiste davon landet hier drin und wird irgendwann dann schon abgesaugt. Aber wenn etwas liegen bleibt, dann bleibt es häufig hier drin liegen. Das haben wir entsprechend natürlich auch mitgewertet. Aber wir haben es ja so, dass die Säge an sich zwei Punkte hat, wo sie absaugt. Und zwar einmal hier vorne am Sägeblatt, hier an der Stelle. Da saugt es rein, fährt hier auch mit ein dann entsprechend. Und der zweite Punkt ist hier hinten, weil Metabo sich gesagt, okay, das meiste landet hier hinten, also dann machen wir hier nochmal eine zweite Absaugung. Sehr gute Idee, funktioniert wirklich super, insofern Metabo, top. Kommen wir zur zweiten Nummer 1. Das klingt irgendwie komisch, oder? Aber wir haben diesmal wirklich zwei Nummer 1, weil auch hier ist es so, dass wir nur 9 Gramm bei der Makita übrig haben. 9 Gramm. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wir sehen hier übrigens ganz schön, vielleicht kriegst du das hin mit der Kamera, dass man beide Haufen sieht. Wir haben hier nur Haufen Nummer 1, Haufen Nummer 2. Das ist mal ein Unterschied, ja? Also Wahnsinn, was hier übrig geblieben ist. Und das nach nur 40 Schnitten. Wenn du mal ein bisschen mehr machst, hast du auch mal schnell 50 oder 100 Schnitte an einem Tag. Das ist schon enorm. Und bitte bedenke, dass natürlich auch sehr viel Feinstaub produziert wird, die hier im Raum rumgehen, und benutzt dann entsprechend schon eher auch mal eine Atemmaske. Was kann man zur Säge sagen? Sie sägt einfach hervorragend. Also sie sägt wirklich schön, gleitet durchs Material. Auch hier der Schlitten gleitet wunderschön. Das ist echt schön. Hier ist es übrigens auch so, dass der Gummi hier leicht hängen bleibt, aber das ist fast kein Widerstand. Also das merkt man kaum. Hier, du siehst, wenn ich hier anschubse so ein bisschen, geht es drüber und es verzuppelt sich da unten nicht so richtig. Wir haben übrigens ja auch eine Zweipunktabsaugung. Einmal hier den unteren Punkt und was davon nicht abgesaugt wird, dann den hinteren. Ja? Und ansonsten, wo bleibt das Ganze so liegen? So rund um die Maschine irgendwo. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Außer, dass wir hier zwei ganz klare Siege haben. Und klar, Festool mit 17 Gramm ist auch gar nicht so schlecht. Aber es ist immer noch fast das Doppelte von der Makita und der Metabo. Ihr habt also gesehen, was der Unterschied zwischen den einzelnen Sägen ist. Und ihr seht auch Folgendes, es kommt nicht unbedingt auf den Preis an. Ja? Selbst die günstigste Säge hier von Holzmann hat nicht so viel Schmutz gemacht wie so manch andere, die wir haben. Und wenn das für dich relevant ist, wie viel Sägemehl am Ende noch an der Säge liegen bleibt, dann hast du hier auf jeden Fall einen Indikator, welche Säge wie gut abschneidet. Schau dir auf jeden Fall mal unser Gesamtvideo an, was in ein, zwei Tagen erscheint, wo wir wirklich alle Sägen hier nochmal einem Gesamtsieger unterziehen. Und ich bin sehr gespannt auf deine Kommentare. Was hast du vielleicht für Erfahrungen mit der Absaugung gemacht? Wie hast du sie vielleicht verbessert? Was hast du nochmal dran gebaut? Oder hast du aufgrund der Absaugung dich gegen eine bestimmte Maschine entschieden? All das bitte mal unten in die Kommentare. Ich bin mega gespannt, weil die Absaugung von Cupsägen ist etwas, was mich schon seit Jahren beschäftigt. Jetzt aber würde ich sagen, ran an den Staub.
und bis zum nächsten Mal.